Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Julie und in diesem Video recreate ich einen Look von Elimax SFX. Sie hat nämlich 1 Million Subscriber auf YouTube erreicht und veranstaltet deswegen ein Giveaway. Ich habe mir dabei ihren Drop Dead Gorgeous Look ausgesucht, den sie anlässlich der NYX Nordic Face Awards geschminkt hat. Und angegeben war dieser Look neben sehr, sehr vielen NYX Produkten auch mit einer Zeitangabe, die sich auf sowas zwischen 1 bis 2 Stunden beläuft. Im Video hat sie gesagt so 1,5 Stunden und das möchte ich natürlich auch ausprobieren, ob ich es schaffe, in dieser Zeit zu bleiben. Ich habe gestartet um 20.13 Uhr. Ich beginne mit einer weißen Cremefarbe meinem Gesicht und Oberkörper eine komplett weiße Farbe zu geben. Dieses setze ich sehr gründlich mit dem HD Studio Finishing Powder, damit die Base einfach nicht verrutscht. Ellie hat sich für ihren Look eine Skizze gemacht. Ich habe die natürlich jetzt nicht gemacht, sondern nehme mir einfach ihr Bild als Vorlage und das liegt auch die gesamte Zeit über vor mir auf meinem Schminktisch. Und die Outlines ziehe ich zunächst mit einem schwarzen Kajal vor. Das muss auch nicht super ordentlich sein, da das später mit Lidschatten sowieso nochmal bearbeitet wird und da kann man nochmal so kleine Fehler korrigieren. Die Wangenknochen sind dabei sehr extrem ausgeprägt und auch die Rippen sind außergewöhnlich dünn gezeichnet und sehr weit nach oben zeigend. Mit einem grauen Lidschatten wird an den Konturen jetzt schattiert und die Farbe sozusagen von der Kontur etwas weggezogen. Funktioniert mit der Creme Base super. Also einfach auftragen und dann nochmal so ein bisschen wegziehen die Farbe von der Kontur. Und das wird natürlich für jede einzelne Kontur gemacht. An der Nase verwende ich dafür einen kleineren Pinsel, damit der Schatten nicht zu groß wird. Und auch im unteren Teil der Rippen versuche ich, einen möglichst kleinen Pinsel zu verwenden, dass die nicht zu groß wird, die Kontur. Um die Konturen noch intensiver zu bekommen, werden sie nochmal mit einem schwarzen Lidschatten intensiviert. Im Prinzip macht ihr genau das gleiche wie vorher, ihr geht genau an die Konturen dran und verblendet das ein wenig nach außen. Diesmal müsst ihr nur darauf achten, es nicht zu weit nach außen zu ziehen. Der graue Lidschatten soll natürlich immer noch zu sehen bleiben. An der Nase verwende ich jetzt einen Pencil Brush, weil die Kontur so fein sein muss. Bei den Rippen achte ich explizit darauf, nur oben den schwarzen Lidschatten anzusetzen und in diesem vorderen Teil. Unten sollte die Kontur nämlich gar nicht so intensiv sein, damit so ein kleiner 3D-Effekt entsteht. Die Augenbrauen werden ebenfalls mit dem schwarzen Lidschatten ausgefüllt und im vorderen Teil nochmal mit der weißen Cremefarbe so ein bisschen abgesoftet, was wunderbar funktioniert hat. Nicht, ich kann es euch nicht empfehlen. Der gesamte Lidschatten ist einfach verschmiert. Mit einem weißen Concealer bereite ich das Auge jetzt auf den folgenden Lidschatten vor. Dafür verwende ich die Off-Tropic Palette und beginne erstmal genauso wie Ellie mit dem Gelb. Das Gelb wird dann erstmal in der Lidfalte aufgebaut. Mit dem Orangeton wird dann der untere Teil der Lidfalte nochmal gesondert betont. Und ich gehe auch hin und her mit dem Gelb und dem Orange, um die Farben wirklich aufzubauen, aber auch gut miteinander verblendet zu bekommen. Für den unteren Wimpernkranz kommt der pinke Lidschatten zum Einsatz. Ellie wollte oben auf dem Augenlid so einen, ja, bright, so einen hellen Look schaffen und unten so einen, ich sag mal, smoky, rauchigen Look. Deswegen wird der pinke Lidschatten auch nochmal unter dem Auge wirklich richtig weit heruntergeblendet.
Die Farbe auf dem Augenlid wird nochmal mit dem Jumbo Eye Pencil in Weiß ausgeglichen. Und ich sette sie dann mit einem weißen Lidschatten. Und im äußeren V wird ein bisschen schwarz aufgebaut, um das Ganze nochmal so ein bisschen kätteicht wirken zu lassen. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Die Form ist dann leider aufgrund dieses kleinen Fehlers deutlich anders geworden als bei Ellie. Also stört euch da einfach nicht dran. Aber naja, so muss man das halt retten, wenn man mit dem Schwarz rumkleckert. Jedenfalls ist mein V jetzt einfach deutlich länger geworden als bei ihr. Am unteren Wimpernkranz gehe ich auch nochmal mit dem Schwarz lang und verblende das Ganze schön mit dem Pink, dass es wirklich richtig rauchig wird. Mit dem Epic Ink Liner ziehe ich mir einen Lidstrich. Curle mir mit einer Wimpernzange die normalen Wimpern, damit sie sich später mit den Fake Lashes besser verbinden und tusche sie einmal mit der Worthy Hype Mascara in Schwarz vor. Auf dem normalen Wimpernkranz kommen die Wicked Lashes in Crayle zum Einsatz und auf dem unteren Wimpernkranz verwende ich so etwas definiertere Wimpern. Der neue untere Wimpernkranz wird mit schwarzem Lidschatten nochmal verdichtet. Die Kontur meiner Lippen ziehe ich mit einem roten Lip Liner vor. Und verwende danach den intensiv orangenen Powder Puff Lippy, um diesen Ombre-Effekt von Rot zu Orange zu erzeugen. Genauso wie Ellie das gemacht hat mit dem Liquid Suede, nur den habe ich halt nicht da. Um so einen Choker zu imitieren, packe ich mir schwarze Spitze an den Hals und zeichne danach mit dem dunkelbraunen Jumbo Eye Pencil die Linie des Übergangs von Skelett zu normaler Haut vor. Mit ein bisschen Abstand zur Linie schattiere ich jetzt mit einem hellen Bronzerton aus der Highlight & Contour Pro Palette vor, damit es so ein bisschen aussieht, als ob diese Haut dann da hoch steht. Und um diese Schatten an den höchsten Stellen nochmal zu intensivieren, nehme ich den dunklen Konturton aus der Highlight & Contour Pro Palette. Der kommt wirklich am intensivsten nur in diese kleinen Gegenden, in die sich so ein bisschen die Haut sozusagen Richtung Skelett füllt. Den hellgrauen Lidschatten vom Anfang verwende ich jetzt, um den Übergang vom Skelett zu schattieren. Und auch hier gleiches Spiel wie an den Konturen im Gesicht, kommt jetzt der schwarze Lidschatten ganz dicht an der Linie nochmal zum Einsatz, um das richtig intensiv zu machen. Ich habe mir natürlich auch so ein Chin-Piece gebastelt und habe mir jetzt meinen Kopfschmuck aufgesetzt. Und da ich leider kein Kunstbutter habe, kann ich diesen Step nicht nachmachen. Aber ich kann euch die Zeit verraten. Und zwar war es 22.30 Uhr zu dem Zeitpunkt, als ich fertig war und die Kontaktlinsen in den Augen waren. Das heißt, ich habe ungefähr 2,5 Stunden gebraucht für den gesamten Look. Ich hoffe, euch gefällt das Endergebnis, obwohl ich das Headpiece jetzt zum Beispiel auch nicht nachbasteln konnte. Aber ich finde, der Look ist super gut geworden. Das Tutorial ist extrem toll, um es nachzumachen. Ganz verdiente 1 Million Subscriber auf YouTube. Falls ihr auch auf meinem Kanal weiterschauen wollt, habe ich euch hier rechts nochmal eins meiner Videos verlinkt und auch meinen Kanal, falls ihr die neuen Videos dann nicht verpassen wollt, die jetzt zum Beispiel zu Halloween dazukommen werden. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!